und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin selber ganz erstaunt, wie schnell ich jetzt schon wieder dazu komme, was aufzunehmen. Ich möchte gerne auf eine Frage eingehen, die vor einer ganzen Zeit mal kam. Und zwar wurde ich nach einer SOS-kunsttherapeutischen Übung gefragt. Und ich gehe davon aus, dass die Person vielleicht mit Depressionen zu kämpfen hat oder mit Angstzuständen, vielleicht Panikattacken. Aber auch ganz unabhängig davon, also auch wenn du solche Diagnosen nicht hast und solche Momente nicht kennst, die so extrem sind, also eine Panikattacke, ein richtiger Angstzustand oder so ein depressives Loch, sondern einfach, wenn du dich mal unwohl fühlst, wenn du eine unangenehme Situation hattest und was brauchst, um wieder runterzukommen. Vielleicht auch, wenn du, ich bin mal so ein bisschen rum, vielleicht wenn du gerade aufhörst mit dem Rauchen oder ja, dir etwas anderes abgewöhnen willst, was du sonst Ungesundes vielleicht als Ventil nutzt. Ja, ein kunsttherapeutisches Ventil will ich es mal nennen. Ich möchte dazu drei kleine Übungen vorstellen, die sich für sowas eignen. Und zwar nochmal vorne angefügt, wenn du wirklich unter Angstzuständen leidest, wenn du Depressionen hast, wenn du eine Angststörung hast, dann besprich das am besten mit deinem behandelnden Therapeuten, also wenn du irgendwo gerade sowieso in Therapie bist, oder spür mal in dich hinein, wie weit du selber bist mit deiner eigenen Selbstreflexion, mit deinem eigenen inneren Weg, wenn du dich selber therapierst, sozusagen auch, guck mal, was du machen kannst und was dir auch zu viel ist. Es wird was dabei sein, was auch was mit Körperwahrnehmung zu tun hat, gerade wenn du Traumatisierungen erfahren hast. Dann schau mal, inwieweit du das schon kannst, deinen Körper wahrnehmen, ohne dabei Unterstützung zu erfahren, ohne nochmal so einen doppelten Boden zu haben, jemanden, der auf dich achtet und guckt, was dir gut tut und wann du vielleicht rausgeholt werden musst. Ja, genau, achte auf dich, pass auf dich auf. Genau, und alle anderen lehnen sich einfach mal zurück, machen vielleicht auch die Augen zu, atmen tief durch. Ja, und alles geht natürlich auch mit offenen Augen, wenn dir das besser bekommt. Ja, der erste Tipp, die erste Übung ist etwas, was ich ganz oft schon in anderen Videos auch als Einstiegsübung genutzt habe. Auch, ich weiß gar nicht, in welchem Video das noch vorkam. Vielleicht war es auch mal ein Creative Morning Coffee. Das war es auf jeden Fall mal. Das weiß ich ganz genau. Ich weiß nur nicht genau welcher. Da musst du dich so ein bisschen durchklicken. Und zwar eine Körperwahrnehmung, ein Body Check-in. Es war auch mal live in meiner Facebook-Gruppe, ist noch gar nicht so lange her. Und zwar spürst du dann einfach mal in deinen Körper hinein und gibst jedem Teil deines Körpers mal eine Farbe. Du spürst hinein, wie es dir in diesem Bereich deines Körpers gerade geht, wo welche Emotionen gespeichert sind oder wie du dich gerade dort fühlst. Vielleicht nimmst du auch einfach nur eine Farbe wahr, ohne dass du ein Gefühl zuordnen kannst. Und das ist auch ganz hilfreich, wenn du sowieso vielleicht Schwierigkeiten hast, einzuordnen, wie es dir gerade geht. Ja, wenn du Schwierigkeiten hast mit der Frage, wie geht's dir, wenn du gar nicht so genau weißt, was in dir eigentlich los ist, dann kann dir diese Übung sehr gut helfen. Und zwar kannst du, wenn du magst, dafür die Augen schließen und einfach mal erstmal deinen Körper scannen, überall mal hinatmen, in jeden Bereich, in die Füße, in die Waden, in die Knie, in die Oberschenkel, in den Bauch und überall hin und einfach mal hineinspüren, gibt es dort Anspannungen, fühlt es sich dieser Bereich warm oder kalt an, wie fühlt sich dieser Bereich generell an, ist dort Nervosität, fällt es dir leicht, diesen Bereich in deinem Körper zu entspannen und einfach mal ganz bewusst dorthin atmen und wahrnehmen. Und dann diesem Bereich eine Farbe geben, auch ruhig auf dem Papier. Also du kannst dir vorher einen Umriss zeichnen von einem Menschen. Es muss auch nicht perfekt sein, es kann einfach wie so ein Lebkuchenmännchen sein. Und dann kannst du das mal ausmalen, Stück für Stück. Du nimmst deinen Arm wahr und dann überlegst du, wie sieht es dort aus, wenn du das kreativ ausgestalten würdest auf deinem Blatt. Und dann tust du es einfach, dann malst du dort die Dinge hin, die du dort spürst, dort wahrnimmst. Und das ist eine ganz gute Art und Weise, sich selbst und seinen Körper ganz intensiv und ganz achtsam wahrzunehmen, wieder bei sich anzukommen. Die zweite Übung, vielleicht auch nach einem anstrengenden Tag, wenn du viel unterwegs warst, wenn du gar nicht so richtig mehr weißt, wo bist du eigentlich gerade selber, wenn du dich eigentlich nur noch aufs Sofa fallen lassen möchtest, Füße hoch und Augen zu und nichts mehr machen, aber wenn du merkst, dass es dir eigentlich gut tun würde, deine Kräfte wieder zurückzuholen, zu sammeln und wieder zu bündeln, dann kann es dir gut tun, mal ein bisschen Ton in die Hand zu nehmen. Und zwar kannst du einfach mal eine Kugel formen und auch wie eben ganz achtsam erstmal atmen und dann Stück für Stück
wirklich Stückchen für Stückchen. Ich wollte es eigentlich gerade mal vorführen, aber ich habe gemerkt gerade, dass über die Schwangerschaft mein Ton fest geworden ist. Der ist hart geworden. Ich muss den erstmal bessern und ich möchte jetzt, also du weißt, es ist für mich gerade sehr schwierig, ein Video überhaupt zu machen. Und ich werde das Video jetzt nicht so lange aufschieben, bis der Ton wieder weich ist, damit ich dir das zeigen kann. Sondern du gehst einfach mal auf Instagram, in mein Instagram-Feed und da habe ich das schon mal gezeigt. Scrollst einfach mal so ein bisschen durch. Und da findest du das dann, also da zeige ich ganz genau, wie man diese Tonkugel wirklich Stück für Stück aufbaut. Du lässt die wirklich mit zentrierenden Bewegungen zwischen deinen Händen nah an deinem Herzen entstehen. Ja, es ist nur so ein kleines Tonstückchen. Und nimmst du immer noch ein Tonstückchen dazu, bis es irgendwann eine Kugel ist. Und du machst nicht diese rollende Bewegung, die du vielleicht machst, wenn du in der Küche mal so Klöße machst oder so. Oder die du noch aus dem Kindergarten kennst, wenn man da aus Kneten eine Kugel gerollt hat, sondern wirklich ganz achtsam und Stück für Stück und du kannst es mit deinem Atem verbinden und dann mal spüren, wie langsam diese, ja, wie eine Haut entsteht, wie ein Außen und du nimmst gleichzeitig das Zentrum wahr, das Innen wahr und spür mal, wie das mit deinem eigenen Zentrum resoniert und wie es dich selber immer mehr zentriert und immer mehr zu dir holt. Ja. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsübungen, die ich auch in der Kunsttherapie so gerne verwende. Es ist schwierig, wenn dich deine Emotionen oft überfluten, beziehungsweise wenn du ganz lange bestimmte Emotionen nicht zugelassen hast und du genau weißt, dass wenn du zur Ruhe kommst, die Gefahr droht, dass sie dich übermannen könnten, dass sie dich überfluten könnten, dann ist diese Übung schwierig, weil es ist so auf dich bezogen. Also es ist eine Kugel, es gibt keinen Boden, es gibt kein Gegenüber. Es kann sein, dass du dann dabei den Halt verlieren könntest. Das ist wie die Augen zu schließen. Also wenn du das von dir kennst in der Meditation, dass du die Augen schließt und du spürst den Boden und den Raum nicht mehr um dich herum und dir wird schwindelig, dann ist die Kugel nichts für dich. Ja. Und ansonsten ist sie wirklich wunderbar und total schön zum Abschalten und vielleicht auch, wenn du dieses Gefühl magst, dass sich alles um dich herum so ein bisschen auflöst und du dich zurücklehnen kannst und einfach nur dein Atem bist, dann ist sie perfekt für dich. Wenn das nicht so ist, das ist die Übung Nummer 3, dann machst du keine Kugel, sondern du machst einen Würfel. Und zwar machst du das Ganze dir gegenüber auf einer beschichteten Pappe oder auf einem Holzbrett oder einfach auf einer Folie auf dem Tisch. Und dann nimmst du auch genauso den Ton oder meinetwegen auch die Knete, das muss ja kein Ton sein, oder Modelliermasse oder irgendwas, womit du modellieren kannst. Und dann baust du auch wirklich Stück für Stück einen Würfel auf. Also wirklich aufbetzeln nennt man das. Ich weiß nicht, ob das so ein allgemeingültiges Wort ist dafür. Aber auf jeden Fall habe ich das so gelernt in der Kunsttherapie von einem Schwaben. Wahrscheinlich heißt es einfach wirklich so, also aufbetzeln, also wirklich diese kleinen Tonstückchen aufeinander schichten und ganz sanft mit dem Daumen andrücken, bis dann eine Form entstanden ist, die natürlich noch kein Würfel ist, die so ein bisschen unförmig ist. Und das kannst du dann mit deinen Fingern erstmal die Ecken zusammendrücken, also dass Kanten entstehen, dass Flächen entstehen. Und auch die sind noch nicht perfekt. Und ganz am Ende kannst du so ein kleines Messerchen nehmen, meinetwegen auch so ein Holzmesserchen, und die dann glatt streichen und die Ecken glatt streichen. Aber versuch mal am Anfang wirklich ohne Werkzeug zu arbeiten, auch wenn es total unperfekt wird, auch wenn es total dir schwerfallen wird, dass die Ecken entstehen. Aber versuch das wirklich erstmal mit den Händen zu machen. Und ganz am Ende kommt dann die Befriedigung, dass du alles ganz glatt und kantig machen kannst. Der Unterschied ist, dass du dann wirklich Halt hast, dass du einen Boden hast, dass du Klarheit hast, dass du Struktur hast. Und diese Struktur, die spürst du dann auch innerlich. Ja, das waren jetzt 3. Waren das jetzt 3? Das waren jetzt 3, genau. Und Übung Nummer 4, die du nutzen kannst, um bei dir anzukommen, das ist das ganz freie Malen. Das wirklich ganz freie Malen. Und wenn es dir zu frei ist, dann leg dir einen Rahmen. Dann beginne erstmal mit einem Rahmen. Dann such dir erstmal ganz bewusst ein Format aus. Also schließ einmal die Augen und überleg dir, was für ein Format würde dir gerade gut tun. Wie groß muss es sein? Soll es quadratisch sein? Oder soll es vielleicht ganz unförmig sein? Willst du ein Blatt irgendwie zerreißen? Dann ist das irgendwie wie so ein Stück Landkarte oder so. Überleg mal ganz bewusst, welches Format du brauchst, in welchem Rahmen du dich aufhalten möchtest. Oder vielleicht auch in gar keinem Rahmen. Vielleicht möchtest du einen Rahmen sprengen, dann wie gesagt dieses Reißen.
Und dann magst du vielleicht in Collagen arbeiten und gar nicht malen und da auch das Format nochmal sprengen, dass da nochmal so kleine Teile von der Collage über das Blatt hinausgehen. Aber vielleicht möchtest du auch Klarheit und Struktur und dann kannst du dir wirklich einen Rahmen auch vorher basteln. Dann überlegst du, welche Farbe hat der Rahmen. Und den schneidest du dir dann aus Karton oder aus angemaltem Papier zurecht und legst das dann auf dein Blatt und dann hast du erstmal diesen Rahmen fest und dann gehst du mal in dich und überlegst dir, oder was überlegen ist falsch gesagt, überlegen ist ja hier im Kopf, sondern du spürst in dich hinein, was du gerade für eine Farbe brauchst. Und dann schnappst du dir diese Farbe und dann lässt du es einfach mal fließen. Und mit fließen meine ich nicht, du lässt die Farbe über das Blatt fließen, dass du sie mal machen lassen kannst. Also das kannst du natürlich auch machen, aber wenn ich sage, lass es fließen, meine ich eigentlich oft, lass mal einfach ungefiltert herauskommen, was aus dir heraus möchte, ohne dass du es zerdenkst, dass du einfach machst. Und das Spannende ist, selbst wenn du nicht deinen Kopf verwendest und vorher überlegst, was entstehen soll, entsteht trotzdem was. Also es entstehen trotzdem meistens, nicht immer, Motive. Ich kann dir ja mal so ein Beispiel zeigen. Also die allermeisten Sachen, die ich auch male, entstehen in den meisten Fällen so und nicht immer. Zum Beispiel hier, das war einfach eine, sieht man das? Das war einfach eine Farbfläche. Dann habe ich irgendwann gesehen, dass es hier so ein bisschen aussieht wie eine Meerjungfrau. Die habe ich dann rausgearbeitet. Das ist eine Variante, wie sowas entstehen kann. Da oben das große Bild. Das sieht man das dort, das sieht man nicht. Da zoome ich gleich nochmal rauf. Da oben das große Bild, das ist von Anfang an ein Porträt gewesen. Also das sollte eine Frau werden. Aber ich wusste nicht, wie diese Frau aussieht, welche Haarfarbe diese Frau hat, welche Augenfarbe diese Frau hat, wie diese Frau guckt, wie die Gesichtsform ist. So, das meine ich. Lass es einfach entstehen und lass dich beim Machen überraschen, wie diese Dinge aussehen, die es jetzt noch gar nicht gibt, die durch dich hindurch entstehen wollen. Stell dir vor, dass um dich herum wie so ein großes Feld ist. Also das kannst du dir auch wirklich imaginieren. Du kannst die Augen zumachen vorher und einfach mal loslassen, alle Gedanken loslassen, dich auf deinen Atem konzentrieren und dir vorstellen, dass um dich herum einfach ein Energiefeld ist, voller Kreativität und voll mit diesen Dingen, die jetzt in die Welt gebracht werden möchten. Und lass dich einfach mal anfliegen von einer dieser Sachen oder versuch mal eine dieser Sachen anzuziehen, also versuch das mal in Einklang zu bringen mit dem Gefühl, was in dir ist oder mit dem Gefühl, was du gerne in dir hättest und lass dich anfliegen von dem, was dazu passt, was damit resoniert. Und stell dir vor, wie diese kreative Idee, wie diese Inspiration in deinem Herzen andockt und dann in deine Hände fließen darf, die das dann in die Tat umsetzen. Ja, das ist etwas für ein bisschen mehr Zeit, aber du kannst das auch in einem kleinen Rahmen machen. Du kannst auch dein Skizzenbuch mit solchen Sachen füllen und dir einfach mal spontan 10, 15 Minuten einfach nur Zeit nehmen dafür. Das ist hier zum Beispiel etwas, das habe ich überhaupt noch gar nicht gezeigt. Also noch niemandem. Ja, aber das mache ich jetzt einfach mal. Genau, also das ist so was so entstanden ist. Das war nach einem Gespräch mit meiner Hebamme. Wo es darum ging, wie kann ich jetzt die Stillzeit auch kreativ verarbeiten. Und ja, das ist auf diese Art entstanden. Also auch genauso, wie ich es gerade erklärt habe, aber wirklich in einem kleinen Zeitraum. Also, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich lasse jetzt ganz spontan einfach mal raus, was gerade in mir ist und verdeutliche mein Gefühl, um mein Gefühl selber besser greifen und verstehen zu können. Ja, das sind die 4 Dinge, die du tun kannst, die SOS-Sachen, also das letzte ist nicht wirklich eine SOS-Übung, sondern einfach eine schöne Übung, dass du dich mit dir verbinden kannst in deiner Kreativität. Und die Kugel und der Würfel, das sind vor allen Dingen SOS-Übungen, die du immer machen kannst. Vielleicht holst du dir einfach mal so ein Paket Ton, wenn du weißt, dass du sowas brauchst. Und ja, noch 2 Sachen, sowohl im Malen als auch mit dem Ton. Also wenn du was brauchst, um dich abzureagieren, weil du das Gefühl hast, in dir ist so viel Energie gestaut, vielleicht auch Wut und du willst sie rauslassen. Ja, das kannst du auf beide Arten einfach machen. Also beim Malen nimmt man das Messpainting. Du nimmst einfach dicke Farbe, dicke Pinsel, ein großes Blatt und klatscht einfach alles rauf.
und lässt somit alles raus. Und du kannst aber auch eine Holzplatte nehmen, du kannst Ton nehmen und einfach den Ton da mal dran schmeißen. Also du kannst die Platte vielleicht irgendwo befestigen oder anlehnen, wo sie stabil steht, oder auf eine Staffelei stellen und dann einfach mal den Ton daran klatschen und dann nach und nach auch ein Relief entstehen lassen. Erst ganz grob und dann, wenn sich deine Emotion beruhigt, auch immer feiner werdend. Genauso wie mit dem Malen. Erst ganz grob und wenn sich deine Emotion beruhigt hat, immer klarer werden, immer feiner werden, oder du reißt es durch und fängst von vorne an mit dem Blatt. Je nachdem, was dir gut tut. Versuch immer das zu machen, was dir gut tut. Wenn du merkst, es laugt dich eher aus oder es brennt dich eher aus oder es feuert diese Hitze in dir eher noch mehr an, dass sie dich eher verbrennen, als dass du auf positive Art und Weise Feuer fängst und sich deine Wut vielleicht in Elan verwandeln kann, in eine positive Flamme, die in dir lodert, in Begeisterung. Dann brich das lieber wieder ab und guck, was du wirklich brauchst, was du eigentlich brauchst. Ja, das waren jetzt erstmal diese Sachen, also diese vier Tipps mit den zwei Bonussachen noch hinten dran. Ich habe jetzt mal wieder nicht aufgenommen, wie ich das mache, wie das entsteht. Vielleicht siehst du gerade zum ersten Mal ein Video von mir. Im letzten Video habe ich erklärt, warum diese Videos jetzt gerade so einfach sind. Und zwar schläft nebenan mein Baby. Und ich bin froh, dass ich gerade überhaupt Videos machen kann, weil es gerade eine sehr aufregende und spannende und aber auch stressige und sehr, sehr, sehr anstrengende Zeit ist, die man sich überhaupt nicht so vorstellt. Erstmal, also wenn man schwanger ist, denkt man nur an die schönen Sachen, die einen erwarten mit dem Kind, an das kleine Wunderwesen, das man kennenlernen darf, mit dem man ganz viel Kuschelzeit verbringen darf. Aber es ist natürlich sehr nervenaufreibend. Man bekommt keinen Schlaf, man weiß nicht, wann man das nächste Mal was essen kann wieder, oder wenn man die Kraft hat, sich wieder was zuzubereiten. Man kann nicht einfach spontan rausgehen, spazieren gehen. All diese Sachen, die vorher so selbstverständlich waren. Ich kann nicht einfach in die Badewanne steigen, wenn ich das möchte, wenn mir gerade danach ist. Ich kann nicht einfach sagen, so Baby, du bleibst jetzt einfach hier, aber ich mache jetzt was anderes. Deswegen bin ich froh, dass ich das Video machen kann, dass jetzt gerade mein Mann bei dem Kind ist nebenan. Also vielleicht hat man es auch jetzt gerade gehört auf dem Video. Es ist gerade so ein bisschen am Meckern. Wahrscheinlich gehe ich da jetzt auch gleich ganz schnell mal rüber und guck mal, ob alles gut ist bei denen. Ja, genau. Und deswegen sind die Videos jetzt gerade unaufwendiger. Aber es werden auch wieder Zeiten kommen, wo auch wieder mehr geschnitten ist, wo ich mehr Beispiele zeige, wo ich vielleicht auch mal mit euch wieder rausgehe oder vielleicht auch mal so einen kleinen Vlog mal wieder mache. Aber das sind zeitaufwendige Dinge. Und ich möchte einfach mit euch einen Mehrwert teilen. Ich möchte mit euch Dinge teilen, die euch was bringen. Und ich möchte nicht darauf warten, bis es wieder perfekt ist, sondern ich möchte es sofort machen, dass ihr direkt was davon habt und nicht erst 1000 Jahre warten müsst, bis ich meine, dass es perfekt ist, sondern ja, ich möchte es so roh mit euch teilen, aber auch gleichzeitig so gut, wie es gerade geht, anstatt dass ich es ewig aufschiebe. Also, vielen Dank, dass du trotzdem dabei bist. Wenn dir hilft, was ich sage, wenn dir meine Tipps was bringen, wenn du neugierig bist auf das, was noch kommt auf diesem Kanal, dann abonniere mich doch gerne. Wenn du noch mehr andere Inhalte sehen möchtest, dann guck doch gerne mal auf Instagram vorbei. Da heiße ich auch die Freiheitsmalerin. Du kannst mich da auch gerne abonnieren und dich mit mir verbinden. Du kannst mir da per Direktnachricht alle Fragen stellen, die du fragen möchtest. Oder einfach mal Hallo sagen, da freue ich mich auch sehr drüber. Oder einfach mal ein paar Kommentare da lassen. Ja, und ansonsten komm doch gerne in meine Facebook-Gruppe, wenn du deinen kreativen Persönlichkeitsentwicklungsweg teilen möchtest, wenn du austauschen möchtest mit anderen, die einen ähnlichen Weg gehen, die auch künstlerisch, kreativ, ja, auch hochsensibel veranlagt sind und auf diese Art und Weise sich selbst und die Welt sehen und ausdrücken und fühlen. Ja, dann komm gerne in die Gruppe Freiheitsmal Kreativität als Weg zu innerem Frieden. Und jetzt finde ich mal den Punkt und beende dieses Video und freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist. Mach's gut und bis bald. Ciao.